Und Maus hat hier glücklicherweise die CT-Seite erwischt. So, Abfahrt jetzt mal bitte. Ein Sieg wäre mal so wichtig mit dem neuen Maus-Lineup. Da wartet wirklich die ganze Welt draußen drauf. Ja, vielleicht nicht die ganze, aber Deutschland zumindest. So, P250 bei Sonics, Nix, Aprox glaube ich auch. Kerrigan, Trubel auch eine. So, Kerrigan mit runter push. Wie baut Fnatic defensiv auf? Decken da einfach erstmal ab, so wie man es eigentlich auch aus 1-6 Zeiten kannte. So, B schon die Hits gefangen. Wissen jetzt also auch, dass Fnatic defensiv gedeckt hat. Da gibt es die Smoke. Kerrigan noch mit unten. Trubel spottet dafür Kerrigan. Kerrigan kann den ersten setzen. Leider keinen zweiten. Trubel auch kein hinterher. Wer ist da? Katze? Nex. Die HE sitzt. Gut. Hälfte halb hier abgezogen. Nex kann auch einen mitnehmen. So, Mitte geht's hoch. Trubel schön im Zusammenspiel mit Nex. Aprox auch schon verschoben. Boah, nice. Schöne Pistol von Maus. Wunder, wunderschön. Aber trotzdem. Pistol haben wir letztens, glaube ich, auch schon auf das 1 gewinnen sehen. Und dann haben sie es trotzdem ins Spiel abgegeben. Also abwarten. Trotzdem ein schöner Start, der hier hoffen lässt. Bin ich auf die Anti-Eco gespannt. Aprox wird da überrannt. So, nix hilft. Wir laufen Aprox. Zwei Waffen verloren. Schön von Sonics, nimmt noch einen mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Was sie da schon wieder für Probleme haben. Immerhin die Bombe da unten down und nicht auf Spot. Somit wird sie Fnatic auch nicht mehr legen können. Namentlich Jokern. Nix holt ihn sich auch. Trotzdem eine knappe Runde. Zwei, drei Waffen verloren. Das geht wesentlich besser. Bei ESC vorhin sah das zum Beispiel viel, viel deutlicher aus. Viel, viel souveräner. Aber gut, wir wollen hier nicht jeden kleinen Scheiß bemängeln. Solange sie Runden gewinnen, soll es mir auch egal sein. So, Fnatic hat gekauft. Aprox am B, am Schlitz. Ah, verliert er das erste Duell, gibt auch relativ wenig Schaden. Beginn Mitte unten Frag gesetzt, sehr schön gemacht. Sonics da am B. Die Gegenflash fliegt da dahinter, hat er gut gespielt. Oh, Nex macht da mal den Frag da, Bombe down unten. Passt Connector auf. Ah, schade, Munition alle. Sonst hätte er den Frag sicherlich gesetzt, sah gar nicht so schlecht aus. Unterzahl für Maus, Runde aber noch drin, eine Minute auf der Uhr. Trubel am Spot, Sonics am B. Bombe Mitte. Wird von Trubel gespottet. Sonics sollte jetzt schieben, was er auch tut. Boah, Timing, Timing, Timing. Und wenn Trubel jetzt. Nein, er wird schon abgehen. Was gast der denn da so rein? Boah, wenn eine Mitte. Ey, wie schlecht von Sonics, ganz ehrlich. Oder schlecht kommuniziert. Wenn Sonics nämlich den Frag Mitte macht, können sie sich beide auf Katze konzentrieren und dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Dann kann man das schön abfuckend runterspielen. Aber da Sonics da so reinfährt, dann muss er doch die Ansage kriegen von Trablay oder muss er selber aufpassen, dass sie, dass er natürlich auch in der Mitte sein kann. Ich meine, natürlich immer schwierig einzuschätzen ohne Voice, was da jetzt angesagt wurde, wie viel da Katze sind und so weiter und so fort. Ach, trotzdem, die Runde wäre noch drin gewesen, auch wegen der Unterzahl. Oder trotz der Unterzahl. So, Maus direkt mit Eco. Eine Eco könnte hier fast reichen, wenn ich mir so das Geld anschaue. Easy auf Spot draufgekommen.
Mannschaft von Kerrigan. Bobby. Nice. Boah, schöne Frags und Aprox. Ganz stark. Wollen sie echt noch probieren? Naja, schade. Max nimmt doch mal einen mit. Ist aber krasse Runde von Aprox. Schöne Headshots. So, und bei einer Eco wird es wahrscheinlich wirklich bleiben. Nicht? Krass. Okay, Kerrigan. Kauft hier P90 mit kleiner Weste. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Mit Loch rein. Oh, ich glaube, da kommt keiner. Er geht zum... Ah, guter Laufweg für den Kerrigan. Er kommt jetzt da links unten. Hier kommt er hoch, für alle, die es nicht wissen. Da kommt er schon angeschlichen. Schade, dass seine Smoke liegt. Gut, die wird dann weg sein. Und sie bauen sogar da unten auf. Also wenn sie B schieben, Kerrigan gutes Timing hat, könnte das was werden. Mal gucken. Vier Mann jetzt für Maus und A. Kerrigan übernimmt das da allein. Und Sonic seine Frist wegsetzen. In der Mitte. Next, vielleicht defensiv wieder. Die Flash, schöne Flash. Oh, nice. Überzahl immer noch für Maus. Kerrigan nimmt ein. Jetzt vielleicht defensiv spielen. Oh, schöner Flag von Sonics. Kerrigan gibt Gas. Können sie machen. Können sie machen. So, wenn Kerrigan jetzt mit anlegen kann. Oh, einen muss er machen. Schön, einen macht er 1 gegen 1 gegen Chipnix. Kein Kit bei Kerrigan. Oh, direkt die Hits. Oh, bitter. 27 HP. Bombe wird gelegt. Kerrigan rennt an. Chipnix weiß jetzt genau, wo Kerrigan ist. Der ist hier mit Prefire versucht und leider nicht. Ach, leider ihn nicht tot kriegt. Ach, schade. Vielleicht muss ich Kerrigan da auch direkt zeigen. Wenn sie wissen, dass Sonics auf Spot ist, wenn sich dann auf einmal Mitte einer zeigt, dann müssen sie sich auf zwei Posis konzentrieren. Dann hat Sonics vielleicht auch die Möglichkeit, leichter einen Frag zu ziehen. Das ist schwierig, so eine Situation. Trotzdem, schöne Eco. Lässt doch mal hoffen. Kerrigan derjenige, der hier mit AWP spielt. Boah, Frag leider nicht gemacht. Mitte gegen Flash von Aprox. Oh, next Katze gefallen. Aprox nimmt die Mitte ein. Schön durchgepusht. Kerrigan steht da im Japaner-Eck an der Schlitzkiste. So, Fnatic komplett eingekesselt. Sie wissen, wo sie sind. Schön gewartet von Aprox, da durchzugehen. Nicht, dass da so ein Prediction-Shot kommt von Freeze. Sollen wir jetzt einfach nicht zeigen. Vielleicht sogar boosten, wobei... Wir müssen ja gar nichts machen. Spotten ist okay. Beide wirklich Katze. Smoke ist gut. Ah, schönes Prefire. Schöne Banks. Die Smoke. Nice. Keine Waffe verloren. Also, was heißt keine Waffe verloren? Keine weitere Waffe verloren. So rum. Mit 3 durchgekommen. Das ist wichtig, damit man legen kann. So mit 3-3. Der Ausgleich. So, jetzt muss ich mir mal angucken, was sie da im B fabrizieren. Sonics auf B drauf. Also spielt das defensiv. Da ist auch schon einer durch. Oh, mit Timing. Nee. Geht wieder zurück. Kerrigan First Track gesetzt, Mitte unten. Und Nex an der Katze. Trubel hilft wieder am Spot. Schön von Nex.
Wildcard. Schon Headshot von Chip noch mal, aber Maus holt sich die Führung wieder. 4 zu 3. So, ich würde mal sagen, Kerrigan wird dann irgendwann wahrscheinlich mal B decken. Mit Ave fände ich zumindest gut, wenn man da ein bisschen variiert. Das scheint so schon schnell... Boah, Kerrigan, dicken Eier. Boah, schönes Smoke von Uprox. Oh, hinter dir! Boah, schönes Fokus weiterhin davon drauf. Oh, Sonics, das Duell. Uprox schiebt da in das Häuschen rein. Noch ist keiner auf B, noch ist alles in Ordnung. Ui, wird er da drüber geflasht von Sonics? Der von Uprox. Boah, schöne Flash! Ich glaube hier so drüber. Boah, wie geil. Da kann man ja wunderbar drüber flashen. Sehr schön. Also man hat sich hier scheinbar wirklich Gedanken gemacht. So, Flash ist in die Katze, hat das ein bisschen geblockt. Nochmal eine Flash. Schönes Timing mit der Flash. Und next. Ach Mist, da war einer dahinter, der nicht blind wurde. Trubel mit Refrag. Kommt nochmal weg, hat Support von Kerrigan. Der verschießt. Jetzt einen macht. Boah, mit Trubel haben sie irgendwie... Lol, sie mussten doch wissen, dass da Trubel ist. Chip nix an der Mitte. Irgendeiner hört ihn doch da schon. Schaubli müsste ihn schon gehört haben. Schöner AI. Hälfte nochmal abgezogen. Kerrigan kann er jetzt anlegen. Und macht seinen Frag. Wieder mit drei Mann überlebt. Wunderbar. Und die Flash von Uprox wirklich exzellent. Mal zeigen. Hier irgendwie so drüber einfach. Muss mal aufpassen, dass die nicht gegen die Kiste da fliegt. Und der T war wirklich blind. Also gut gespielt, dann auch gut vorgegangen von Sonics. Das scheint ein relativ abgesprochener Move gewesen zu sein. Und Fnatic muss sparen. Glocks. Wieder gegen Uprox. Macht zwei. Macht den dritten leider nicht. Sonics von oben. Sonics von oben. Direkt mit Gas runter. Kerrigan hat auch noch einen gemacht. 6 zu 3 jetzt die Führung. Mal schauen, ob es so weitergeht. Schnell Richtung B. Und Uprox unten drin. Kerrigan mit zur Stelle. Schön da First Track setzen können. Nein. Und auf einmal beide B-Spieler Headshot gefangen. Uprox ist eigentlich ganz gut, wo er kommt. Boah, nette Pose da drauf. Ach, damit hat Trubel nicht gerechnet. Schöne Pose von Fries. Gut abgewartet. Uprox kann es vielleicht noch entscheiden. So, Unterzeit. Weiß Fnatic natürlich auch, dass da von hinten einer kommt. So, alle Fnatic-Spieler aber auf dem Spot. Ah, Retake-Laufweg war nicht gut davon Nex, aber wer kann es ihm verübeln? Ach, da baut Maus mal um und schon geben sie die Runde ab. Bitter. Idee war gut. Schade, dass sie da beide so schnell gestorben sind. Kerrigan konnte immerhin noch einen machen. Sonics hat er, glaube ich, direkt das Brett gefangen. So, mit 6 zu 4, aber Maus hat das Geld. Kerrigan konnte sich auch nochmal Aave leisten. Von daher alles in Ordnung. Man spielt zu viert am A, sieht auch nach einem Katzenpush aus. Ja, zu dritt. Kerrigan geht davor, seine Mates dort an der Kante. Da wird durchgesprungen. Sehr schön, kann den First Track setzen. Und den zweiten auch hinterher. Trace kann nur einen machen. Oh, Kerrigan musst du treffen. Oh. Oh, wenn er den beim ersten Mal schon gehittet hätte. Aber trotzdem, Runde möglich. Runde möglich. Alle über Katze. Sonics mit 100 HP gegen drei Spieler, von denen zwei richtig low sind. Er hat noch sogar noch einen Nade. Wenn die gut sitzt. Ah, die sitzt.
überhaupt nicht gut. Geht komplett ins Leere. Vielleicht sogar Mitte runter. Und er wird die Waffe safen. Och Mann, ey, der Push war so gut. Wenn die Kerrigan den Frack setzt, dann ist die Runde eigentlich gewonnen. Aber auf einmal sind sie dann alle da verreckt in so einem ekelhaften Goat-Fall-Lag wieder. Hat eigentlich auch genau den richtigen Riecher gehabt. Fnatic war da schon überrascht. Haben dann nicht mitgerechnet, die Fracks kassiert. Von der Seite war es ganz gut von Maus. 6-5, Anschlussrunde für Fnatic. Krippe hab? Nee, aber irgendwie macht gerade meine Nase dicht. Was die Verspätung für Faculty heißt? Puh, eigentlich nichts. Ah, ich hoffe, dass dort auch noch ein bisschen Delay aufkommt oder die Spieler vielleicht selbst warten aus Kulanz. So, Kerrigan nochmal durch. Vorm B schon. Apox mit zur Stelle. Sonic spottet sie. Hits bekommen. Oh, an der Leiter. Apox macht ein. Sonics auch. Oh, jetzt da hinten am Spot. Oh, verschießt zum Glück. Oh. Okay, und Sonics springt rein. Nex über Mitte und Kerrigan. Ja, das bringt jetzt halt auch nicht, dass sie da beide kommen. Bombe gepickt. Wenn er die... Oh, nein. Bitte. Und jetzt halt die Smoke. Ach. So, Nex mit der Flash sich natürlich auch verraten. Weiß, wo einer ist. Aber schön gedodged von Freeze. Keine Chance. Kerrigan abused auch gar nicht den Bug. Wer weiß, ob er überhaupt davon... überhaupt davon Bescheid weiß. Ach, 6-6. B steht irgendwie gerade nicht mehr so safe. Fnatic spielen da relativ einfache Sachen. Kommen damit auch durch. Vielleicht einfach mal mehr Druck machen von Maus am Schlitz. Also einfach mal hier aggressiver gehen. Und dann B halt auch eine mit Granaten aggressiv gehen. Weil ich glaube, Sonics hatte das vorhin nicht gemacht. Also so wie Pronax vorhin, der hier vorne einfach reingeflecht hatte. Vielleicht das eine Möglichkeit. Schauen, was sich Maus da ausgedacht hat. So, pushen jetzt mit der auch, okay. Oh, Kerrigan wieder am Schlitz gestorben gegen Freeze. Der macht wirklich wieder ein gutes Spiel. So, und man weiß, wo der Rest jetzt ist. Das ist auch so eine ganz typische 1-6-Situation. Lobby eingenommen und dann die T ist natürlich mit der richtigen Entscheidung einfach über Katze oben eingenommen. Jetzt sollte man sich vielleicht fast schon überlegen zu safen. Schöner Hedge von der Aprox. Links noch einer. Huch! Nice. Damit vielleicht die Möglichkeit noch zur Runde. Oh, Katze wurde richtig gut weggeflasht. Die Mittelspieler müssen mal ein bisschen was machen. Vielleicht nochmal. Oh, die Frags aber für Fnatic. Ah, das wird nichts. Kein Kit. Und Trubel schießt da mit der Aare, aber man kann sie verdenken. Macht noch zwei. Holt sogar alle, aber kein Kit. Keine Chance für den guten Tabat, die Runde zu machen. Fnatic holt sich die Führung zurück. Hatten sie sie überhaupt schon mal? Wenn nicht, dann haben sie sie jetzt das erste Mal. 7-6. Maus hat tief in die Tasche gegriffen, konnte kaufen, aber das war, glaube ich, eben nur eine Eco. Wobei da auch Waffen waren, also komische Runde. Der B-Aufbau, der E. Oh, die war mal gut. Trouble. Hab Kit damit aufgepasst. So, jetzt kommt sie wieder auf Sonics an. Gesmoked hat er tief. Nicht davon, was viel wichtiger wäre, da vorne den Eingang zu smoken, finde ich. Scheiß doch drauf, ob der hinten gesmoked ist. Oh, der wird sich ausgetänzelt am Spot. Oh. Jetzt endlich den Track gemacht. Oh. Eieiei, das ging immer alles gut. Also wie gesagt, ich verstehe nicht. Okay, die Smoke ist jetzt weg. Hier ist doch viel wichtiger, einfach hier zu smoken. Einfach easy peasy Smoke hier hin, fertig. Dann können die TS nichts machen.
Weil, wenn du da reinkommst als T, die kann halt sonst wo stehen. Guck dich mal an, allein wo sie, was es hier für Möglichkeiten gibt, als T zu stehen. Da geht auch nie im Leben ein T durch. Aber wenn die Smoke da hinten ist, dann können sie da easy ausmoven. Also unverständlich von meiner Seite aus. So, baut wieder schnell B auf. Wieder die. Vielleicht will er offensiv. Okay, er will offensiv gehen. Was er vielleicht vorhin auch machen wollte. Von daher kann man die nochmal in Schutz nehmen. Nein! Da wollte er gerade Flash wechseln. Oh, Fries ist einfach auch so scheißen aggressiv mit der Arme. Das gibt's nicht. Schöner Push von Trubel. Kein Reflex von Fnatic. Gut für Maus. Nice. Schöne Frags von Trouble. Nice. Auch noch Katze angesagen können. Kommt weg. Wird jetzt gereflekt. Lol, da ist einer. Okay, okay, kennt jetzt. Was? Was war das für ein Frag bitte von Fries? Es ist unfassbar, was der Typ macht. Fnatic holt sich die Halbzeit 8 zu 7. Wieder mal unglaublich stark von Fries, der sein Team erneut einfach carried. Er hat auch schon auf das 1 gemacht. Ach, er ist einfach eine Nummer zu groß. Aber hoffen wir mal, dass Maus hier ein bisschen als Terror, was er sich überlegt hat. Mit der Pistole ist auf jeden Fall was drin. Ich meine, wer sagte, dass sie nicht genauso gut als Terror aufspielen können? Einsatzgemäßig scheint es heute auf jeden Fall ganz okay zu laufen. War jetzt eigentlich keine wirkliche Situation, wo man dabei, wo man wirklich, ja, sich wundern müsste. Oder sich an den Kopf greifen müsste. Von daher, von der Seite geht's eigentlich. So, noch 4 Smokes. Next mit HE. Und das mal nicht ein Argo wird. Oh, aber auch Fnatic mit unten. Gespottet von Kerrigan. Wichtige Information für Maus. Rubel spielt's auch defensiv, aber anscheinend nicht defensiv genug. Warum kommt die Smoke nicht erst und dann gehen sie durch? Oh, wenigstens einen gemacht. Guter Hit gegen Trace. Oh, da macht er das mit Duels. Alter. Hey, sie haben ja schon einen Plan. Sie wissen ja auch ungefähr, wie sie dagegen dann agieren, aber dann so Mini-Fehler. Erstens, dass Trubel stirbt. Gut, das kann Pech gewesen sein. Ich weiß nicht genau, wo er stand. Aber zweitens, dass sie dann durch wollen. Katze ist ja okay, aber dann müssen sie halt die Smoke werfen und dann durchgehen und nicht Smoke werfen und dann direkt hinterher, wo einfach die CTs noch Hits geben können. Naja. Schön, vielleicht gegen Fries. Diese Duels, ich kann mich einfach immer noch nicht damit anfreunden. Boah, das Gitter ist auch so krass irgendwie. So, Fnatic schon mal zweistellig. Maus kaufen sie oder nicht? Muss mich nochmal ganz kurz muten. So, Maus hat nicht gekauft. Ja, können wenigstens einen machen. Kerrigan will da auf Spot, aber zum Legen wird er nie im Leben kommen. Kriegt auf den Fußhitter von Fries oder sowas. Ja, dann kann er noch einen machen. Von daher eine akzeptable Eco. So, jetzt mal direkt der erste Equip holen wäre wichtig. Frage, ob heute noch ein anderes Match ist. Jupp. Danach gibt es noch Faculty gegen ESC. Sie machen auch einen extrem aggressiven Push.
Kriegen auch den ersten. Oh, da fehlt die Smoke rechts. Oh, schöne Frags und Sonics. Gleich da aus. Holt sogar die Überzahl. Beide Fnatic-Spieler Mitte unten. Apox schiebt zu seinen Mates. Nächster noch. Lobby. Oh, komm schon. Oh, Nix braucht da zu lange. Und Apox rastet kurz aus. 1 gegen 1. Bombe. Lobby. Joker macht's. Mann. Warum? Das Ausspielen ist einfach irgendwie... Daran mangelt es auf jeden Fall noch. Dort an der Kommunikation. Wenn sie daran arbeiten, sehe es ja gar nicht so schlecht aus. Auch wenn sie von dem Push da gut überrumpelt wurden. Trotzdem, Sonics konnte wenigstens mal die Reflex setzen. Und dann hat man sogar die Überzahl und stirbt dann halt. Weil wieder zu unkonzentriert gespielt wurde oder... Weiß der Teufel was. Nex hat er für meinen Geschmack auch viel zu spät rübergeschoben. Da viel zu lange gewartet. Weil er wusste ja... Er wusste, dass Fnatic wusste, wo die Bombe ist. Und dort dann noch so lange zu warten. Man muss auf jeden Fall früher die Initiative ergreifen. So, 13-7. Maus hat natürlich gekauft. Keine Gegen-AWP. Mal schauen, was jetzt die Ansage lautet. Trubel. Da schon am Gitter durchgesneakt. Gar nicht so schlecht. Okay, Fries am B. Katze wird offensiv mit der Smoke geblockt und Ritter auch extrem defensiv, aber man sieht, Trubel kann da nicht weiter vor. Also Ritter ist sich da wohl dessen auch bewusst, wie er dort steht. Und Nex kann den ersten setzen. Oh, Nex auch den zweiten. Sehr schöne Runde für Nex. Und die CDs sind durchgepusht, also waren da wahrscheinlich ein bisschen ungeduldig. Gut abgegeben von Maus. Fries noch am B, Ritter und Schipnix kriegt auch schon die Hits an Katze. Also die Runde sieht sehr gut aus. Jetzt einfach bitte nicht verdaddeln. Jubilee wartet dann noch auf einen Schieber. Flash in den Rücken. Ritter macht mit Kerrigan. Sie wissen, wo zwei sind. Schön von Apox durchgepusht. Kann auch den zweiten setzen. Schöne Runde von ihm. Gut drauf reagiert. Jetzt die Smoke. Und jetzt bitte einfach zu viert hier die Waffen durchbringen. Am besten wäre es natürlich noch, wenn man Fries töten könnte. Oh, schöner Büroraum. Büroraum hier oben übrigens. Hat jemand einen Dollar? Ich hab Durst. Vata ist gut. Auch geil. Ah, hat er den ja gesehen. Ach. Was man echt sagen muss, Fries schon eine ziemlich starke Go-AWP. Kann man nichts anderes sagen. Was gibt's ja eigentlich noch? Ich erkenne nichts. Cooles Bild eigentlich. Achso, wieder mehr Tab. So, schneller B-Go. Ah. Ja, der Match ist jetzt auch nicht.
direkt schnell die Unterzahl. Chavle sieht da die ganze Zeit nichts. Kommt jetzt schön weg mit einem Move. Oh, krass, wie friestet. Das ist ekelhaft. Ich sag ja, mit B defensiv AWP decken, dann ist B relativ safe. Das hat einer vorhin auf jeden Fall falsch gemacht. Nämlich gar nicht so schwer, dann den B zu halten, wenn man da wirklich defensiv steht. Hier kann man auch relativ agammlich stehen. Und hier kann man ja wirklich anscheinend, so wie es Freeze eben gemacht hat, so hier zielen, dass man hier den Kopf sieht. Heißt, man müsste hier eigentlich durchducken. Das müsste man halt austesten. Aber das sind halt alles so Feinheiten, die sich dann natürlich erst über die Zeit ergeben. Und das kann man Maus jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Aber gut, CT-Spiel hätte auf jeden Fall ein bisschen besser sein können. Vor allem da die B-Deckung, wie gesagt. So, jetzt wartet man erstmal auf die Smoke. Kommt er diesmal gut durch. So, mal schauen, ob Kerrigan sich jetzt zerduckt. Okay, Smoke ist auch in Ordnung. So, sieht auch nach einem Fake aus. Apox rechnet da mit einem Push. Und er wird auch... Nee. Abgebrochen. Bombe noch bei Kerrigan in der Lobby. Schiebt jetzt rüber. Schiebt nicht rüber. Scheint er gerade am Reden gewesen zu sein. Droppt sie nochmal. Legt zusammen Mitte an. Bei Taz wäre das jetzt schon ein Headshot geworden. Boah, der CT, wie riskant tut. So, jetzt mal schnell Mitte wäre eigentlich ganz cool. Oh, die Fläche wieder in den Rücken. LOL! Was ein Headshot von Nex. Oh, der zweite auch blind. Schön gespielt mit der Fläche da in den Rücken. Sehr schöner 1-6-Move. Freeze noch am Leben. Komm schon, der muss sterben. Boah, da wurde er 0 gehittet gerade. Wer ist denn das? Rubel. Kann jetzt am Ende doch noch beiden Headshot geben. Also das war mal eine wirklich schöne Runde. Schön ausgespielt. Guter B-Fake. Auch endlich mal kein Frag gefallen da. Also kein Frag bekommen. So möchte ich das gerne weitersehen. Ich meine, wenn man es hier schafft, Fnatic noch mal ein bisschen ins Sparen zu bringen. Nach der Runde wäre das fast sogar drin. Dann hat man auch zwei Städte, dann könnte man natürlich auch mehr aufschließen. Vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr Motivation getankt, ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch. Kerrigan spielt da nochmal den Fake. Und einer am B-Dev, einer da am Gitter. Hier wird gerade umgebaut. Oh, auch so ein Move, so ein Cutters-Move von Trace. Der kommt auch da am B hoch. Der wird gleich auf Kerrigan treffen. Oh, Trace kann dann die Runde entscheiden. Oh, jetzt hat Kerrigan wieder Fokus. Jetzt. Ah, Kerrigan. Ah, Trace macht's. So, jetzt natürlich auch von Trace die Ansage gegeben. Maus reagiert aber auch schön direkt drauf. Und Spot ist sogar nur einer drauf. Neo ist keiner. Lobby wird auch hinten abgedeckt. Boah. Krass, krasse Bangs. Gute Flash, aber auch Next war da scheinbar blind. Ach, Sonix läuft auch direkt in seinen Tod. Kriegt wieder direkt in die Fresse von Ritter. Trouble wird dann nochmal gebankt. Und Aprox gegen 4. Keine Chance bei ihm. 15 zu 9. Ach ja, ach ja. Und geldmäßig sieht es auch nicht rosig aus. Nochmal. Oh, schnelle Flash, schön. Endlich mal ein gutes Opening. Mitte aber runtergepusht. So, wo sind jetzt die anderen? Decken dort ab. Also, Fnatic spielt es aber auch immer so gut und Maus lässt sich da immer irgendwie am Connector zernaschen. Vorhin schon in der Pistol jetzt auch. Also, damit haben sie auf jeden Fall Probleme.
bin noch nicht auf Spot. Und die Bombe scheint da auch. Ne, Bombe hat nix. So, nix geht auf Frag. Spielt das ganz gut, wird abgezielt. Oh, wenn man sich auch mal die HP anguckt, hätte die Runde gut in gerne auch anders rausgehen können. So, 2 gegen 3. Nex mit 4 HP, der kann's vielleicht machen. Wie Freeze da abdeckt. Unglaublich schlitzig und ekelhaft. Oh, jetzt die Flash auf Spot. Oh, schönes Timing von Nex. Hat die Flash noch gesehen, kann sich wegtreten. Schöner Headshot! Ah, der dritte sitzt nicht. Und Kid by Trace. Somit das GG 16 zu 9. Geratz an Fnatic haben auf jeden Fall gut gespielt. Kann man nicht anders sagen. Maus hatte vernünftige Runden, hatten gute Runden, teilweise sehr gute, sogar manchmal gepaart mit ein paar. Also ich weiß, kein unglaublicher Aussetzer. CT waren wirklich gute Runden dabei. Am B dann halt ein bisschen die Schwachstelle. Ansonsten kann man vielleicht von einer minimalen Steigerung reden. Ich bin gespannt, wie sie sich im nächsten Mittelspiel schlagen.